Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part durften wir zum ersten Mal mit Mipha, der Prinzessin der Soras, kämpfen und jetzt kann sie gleich noch zeigen, wie sehr sie im Titan Varuta abgehen kann. Drücke R, um einen Eisbrocken zu verschießen, indem du ZL gedrückt hältst, kannst du viele Eislanzen hintereinander abfeuern. Im Wasser werden Attacken mit Eis stärker. Drücke A, um einen Spezialangriff auszuführen, fülle die Leiste und schlage im richtigen Moment zu. Einige gegnerische Angriffe lassen sich mit Hilfe von L abwehren. Okay, L ist auch wieder zum Blocken, ähnlich wie auch schon bei Vagudania. Ja, dann legen wir da mal los. Und ich bin gespannt, was sie gleich alles drauf hat. Oh yeah. So, ja, passt. Tada! So, dann gleich wieder abgehen. Okay, die Karte ist auch wieder sehr linear. Einfach nur zum Abgehen. So, also R ist, oder L ist wieder abschirmen. Okay, da habe ich einfach ein Schild um mich herum. Okay. R ist Eisgeschoss. Das kann ich einfach wieder gedrückt halten. Und dann damit abgehen. Okay. ZR ist, okay, da kann ich Gegner markieren. Und dann solche Eislanzen hinschicken. Okay, das hat aber auch wieder einen Cooldown. Also es ist ähnlich wie auch bei Vagudania. Auch vom Set her. R ist einfach so ein dauerhafter Laser oder dauerhafte Geschosse, die ich raushauen kann. ZR, da kann ich Gegner markieren, die vor mir stehen. Y ist ein Nahkampfangriff wahrscheinlich. Genau, das ist auch genauso wie bei Vagudania. Und ablocken kann ich ja auch. Also ist relativ ähnlich tatsächlich. Okay. Okay, und das muss ich mit Nahkampfangriffen kaputt machen. Und jetzt habe ich ja auch gelernt, wo meine Spezialangriffsleiste ist, nämlich da, wo sie immer ist. Ich habe sie jetzt gerade gleich voll. Jetzt nämlich. Ich will noch kurz warten, bis ich ein paar mehr Gegner vor mir habe. Jetzt nicht gegen die paar da, das lohnt sich nicht ganz. Voll. Bisschen noch. Da vorne jetzt dann gleich kann ich es vielleicht einsetzen. Also es gibt ja gar nicht so viele Gegner irgendwie bisher zumindest. Aber gleich kommen ein paar mehr. In Ordnung. So, Spezialangriff, ja. Und los. Ultralaser! Er stand leider jetzt ein bisschen schief. So, aber alle wegbrutzeln. Wunderschön. Ja, hat sich doch ziemlich gelohnt. Da unten sind noch ein paar übrig. Kann ich aber auch so einfach weglasern. Oder kaputt stampfen. Okay, wunderbar. Und dann hoffe ich, dass ich ihn gleich nochmal voll bekomme. Dann fürs Finale, fürs Ende. Mal wieder die kurz markieren vielleicht. Na, ja, jetzt habe ich auch noch Schaden genommen leider. Okay. Und das hat sogar nicht mal sie gekillt. Doch, hat sie. Okay, hat sie. Kann ich eigentlich den... Ja, den Schild kann ich auch immer wieder einfach machen. Also den sollte ich viel häufiger einsetzen, wenn ich halt wirklich Angst habe, dass gleich ein Angriff kommt. Wenn ich irgendwo ein Ausrufezeichen sehe, dann kurz mal schilden. Und dann habe ich da keine Probleme mehr. Okay. So, das ist eigentlich ziemlich gut und ziemlich easy. Ich habe sogar schon wieder ready. Ja komm, machen wir gleich nochmal. Warum nicht? Yeah! So. Abgehen, bam. So, tschüss. Tut mir fast ein bisschen leid, die Gegner. Aber auch nur ein bisschen. So, alle wegwurzeln. Perfekt. Okay. Und wir können auf der Karte sehen, ein paar rote sind noch hier und da übrig, ein paar rote Stellen. Aber nicht mehr wirklich viele. Also die allermeisten habe ich hier auf jeden Fall erwischt. Da vorne hin und dann sind wir auch schon gleich am Ende. Also ja, es dauert auch wirklich immer nicht lange. Diese Titanen-Abschnitte hier, aber sind schon ziemlich cool. Wie gesagt, wenn die auch zu lange wären, dann wäre es auch ein bisschen langweilig irgendwie, weil halt, man hat ja jetzt nicht so viele verschiedene Moves zur Verfügung. Oh Gott, so viele Leute, Hilfe! Wie? Aber, dass sie nur zu kurzweilig sind, ist halt echt cool. Oh Gott, das macht sogar einiges an Schaden. Immer schön Schild. Jetzt mal kurz hier wieder zielen auf die alle, genau. Und aufschießen. Okay. Und ich habe wieder Spezialangriff voll. Okay, dann mache ich gleich mal. Und los. Und das sollte jetzt ausreichen. Hoffentlich gegen die alle. So, alle weglasern. Bam, bam, bam. Sehr schön. Da oben sind noch ein paar. Treffe ich die? Ah, nicht so richtig von hier aus. Ich hoffe, die neuen habe ich zumindest alle erwischt, oder? Ich glaube schon. Aber jetzt die da oben noch. Kriege ich die auch noch klein. So, auch noch alle weg. Sehr schön. 3000 Gegner schaffen wir noch, oder? Na, wo ist er gar nicht mal vielleicht? Doch, da ist noch einer übrig. Okay, einer hat noch überlebt. Okay, passt. Aber es waren ein bisschen weniger Gegner. Es war auch, glaube ich, sogar noch ein bisschen kürzer als bei Vagudania. Aber auch wieder ziemlich cool.
Also die Titanen, die gehen schon ab. Auf jeden Fall, vor denen sollte man Angst haben. Aber sind ja auf unserer Seite. Noch. Deswegen ist da noch alles gut. Okay, sehr schön. Der zurückliegende Angriff hat deutlich gezeigt, wie miserabel wir auf die Verheerung vorbereitet sind. Dem Volk der Soras muss klar sein, dass wir die Verheerung nicht als das Problem von anderen abtun können. Als Bewohner dieses Landes, Hyrule, müssen wir unseren Teil beitragen. Mipha, tritt vor. Jawohl. Hiermit erteile ich dir nun die Erlaubnis, den Titanen zu steuern. Indes, gib gut Acht und kehre wohlauf zurück. Das ist immer ein bisschen traurig, weil wir wissen ja schon, wie das mit den Recken geendet ist, mit allen Vieren. Deswegen, wenn er so sagt, gib Acht und kehre wohlauf zurück, das ist nicht ganz so schön. Aber naja. Und dann gucken wir jetzt mal, wie es weitergehen wird. Aber erstmal Mipha, Prinzessin der Soras. Eine Prinzessin der Soras mit der Fähigkeit, die Wunden anderer zu heilen. Ihr Talent ist hoch angesehen und ihr wird die Steuerung des Titanen Vahuta übertragen. Sie ist mit Link befreundet, seit er sehr klein war, und die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Ja, sogar mehr als befreundet, von ihrer Seite zumindest. So, Mipha-Quests. Neue Kampf, viele, viele neue Kämpfe. Ah, what? 50 Millionen, oh ja, reicht doch jetzt wieder. 50 Millionen neue Sachen. Und natürlich die nächste Hauptmission. Und zwar hier beim Hyrule-Stall. Okay. Genau, ganz in der Nähe. Gleich vom Plateau. Genau, hier ist nämlich direkt das Plateau. Das kann man sogar da im Hintergrund nämlich erkennen. Okay, alles klar. Aber die machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Erstmal machen wir jetzt weitere Kämpfe und wir werden vor allem Mipha ein bisschen skillen. Hier zum Beispiel. Dank an die Göttin im Dorf der Soras. Das Volk möchte der Statue der Göttin, die über das Dorf der Soras wacht, eine Gabe darbringen. Stelle frische Früchte zusammen und bringe sie zusammen mit den Soras zur Statue. Mhm, machen wir. Das sollte nützlich sein. Die Früchte, die du mit den Dorfbewohnern vorbereitet hast, wurden der Statue der Göttin dargebracht. Wie aus Dankbarkeit schien das Wasser um die Statue herum zu leuchten. Dim, 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 dim. Aber das kann ich nicht machen, oder wie? Da würde ich nämlich einen Combo-Angriff kriegen. Ja, leider nicht. Das kann ich mal mir sensorisieren lassen. Wunderschönes Wort. Ja, ich hätte da noch ein bisschen mehr sammeln müssen. Das ist nämlich ein bisschen doof. Okay, kann ich das noch irgendwo anders bekommen? Ich glaube, nirgendwo sonst blinkt es auf. Das ist ein bisschen schade. Dann werde ich den erst später bekommen, weil ich will jetzt nicht nochmal die Hauptmission da spielen. Das passt schon. Aber ein paar andere Dinge können wir noch machen. Zum Beispiel hier, bei Link mit dem Einhänder ein längerer Kombo-Angriff. Training bei der Gartenarbeit. Um deine Schwerttechnik zu verbessern, wird dir aufgetragen, Gras zu schneiden. Deine Schwerthiebe sollen so präziser werden. Begib dich ins Grasland und erbringe einen Beweis deines Trainings. Wir können jetzt übrigens auch hier im inneren Hyrule zum ersten Mal die Leiste füllen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das zu bedeuten hat, diese fünf Menschen da oben. Was das sein soll, wir testen einfach mal. Ja? Dank deines Trainings schwingst du dein Schwert nun entschlossener und geschickter. Du spürst, dass du geübter darin geworden bist, eine Klinge zu führen. Dim, dim, dim. Okay, und längere Standard-Kombo. So, und voll. Yippie! Ah, du hast ein Dankeschön von den Bewohnern des inneren Hyrule erhalten. Okay, da kriege ich einfach ein paar Materialien dann von denen, wenn ich das schaffe. Okay, und dann wahrscheinlich noch krassere Belohnungen, wenn ich sie nochmal fülle und nochmal und nochmal. Und dann auf die finale Belohnung bin ich auch gespannt, wenn ich alles habe. Aber mal gucken. Erstmal haben wir noch hier mit der Lanze ein längerer Kombo-Angriff, alles für Link, nur für Motivierte. Du willst auf dem Übungsgelände dein Können mit der Lanze verbessern, doch zuvor musst du dich als würdig erweisen. Beweise dazu, dass du mit Lanzen bewaffnete Monster besiegt hast. Habe ich? Du darfst nun am Lanzentraining teilnehmen. Selbst der Weg dorthin war wohl Teil des Trainings. Wie es scheint, musst du auch in Zukunft vorbereitet sein, wenn es ums Trainieren geht. Auch eine längere Standard-Kombo. Mhm. Tadam. Und noch mehr für Link. Das kann ich aber auch gleich noch machen. Warum nicht? Noch ein längerer Kombo-Angriff. Fischfang per Lanze. Lanzentraining beginnt beim Fischfang. So stockt man Essensvorräte auf und lernt, gegnerische Schwachstellen exakt zu treffen. Fange die vorgegebenen Fische und bringe sie dem Ausbilder. Mhm. Habe ich sogar mehr als genug.
Die Geräusche. Du hast dem Ausbilder die Fische gebracht und der Fischfang hat dein Geschick verbessert. Die Fische wurden zubereitet und gemeinsam vom Ausbilder allen Schülern und dir verspeist. Und eine Vierer-Kombo haben wir jetzt mit der Lanze. Mhm. Sehr gut. So, dann was haben wir denn noch? Jetzt kann ich mir das hier auch holen. Und zwar Zelda mit ihr ein weiteres Herz. Auf der Suche nach Hyrule Delikatessen. Gäste aus ganz Hyrule werden eingeladen, um die Bande zwischen den Regionen zu stärken. Bereitet Delikatessen jedes Landes zu, um die Gäste mit einem Festessen zu erfreuen. Aus allen Ländern tatsächlich. Habe ich noch ziemlich wenige davon. Spurt vorhin vor allem nur eines, aber ich habe genügend. Mache ich also. Ich habe es geschafft. Du hast Zutaten aus jeder Region gesammelt. Im ganzen inneren Hyrule warten Köche auf einen Bissen dieser Delikatessen. Man darf gespannt auf die vielen neuen Rezepte sein. Dum, 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 dum. So, mehr Herzen. Ich würde mal mehr Kombos mit dir wünschen, weil Kombos hat sie die wenigsten bisher. Aber gut. Warte mal, hier kann ich noch ein bisschen mehr machen. Noch ein Rezept zum Beispiel. Wir können jetzt ultra viel irgendwie machen. Das beste Fischgericht. Eine Dorfbewohnerin ist überzeugt, das ultimative Fischgericht erfunden zu haben, mit dem man der größten Hitze widerstehen kann. Zum Beweis lehrt sie es dich, wenn du die Zutaten besorgst. Mhm, machen wir. Oh, dir wird ein Spieß mit frisch gefangenem Fisch serviert. Es ist ein einfaches Mahl, doch es kühlt angenehm. Das Gericht kannst du nun jederzeit kochen, wenn du einen kühlen Kopf brauchst. Okay. 50% weniger Feuerschaden. Okay, auch gegen Feuergegner habe ich jetzt da was im Petto. Dann noch für den Zweihänder ein längerer Kombo-Angriff. Alles für Link, die Verteidiger von Hateno. Um bereit für die Verheerung zu sein, hat sich die Jugend von Hateno zu einer Verteidigungstruppe zusammengetan. Hilf ihnen, indem du ihnen eine kleine Erfrischung bringst. Mhm. Hey. Hey. Hört's, ja? Alle waren in höchster Freude über dein Geschenk. Nun musst du noch härter trainieren, damit du selbst nicht hinter den anderen zurückbleibst. Und auch damit die Vierer-Kombo. Okay. Gut. Ja, und natürlich noch mehr Sachen. Das kann ich aber diesmal jetzt nicht mehr machen. Saphire bräuchte ich dafür. Will ich auch dafür den Sensor einstellen? Nee, erstmal nicht. Ich glaube erstmal nicht. Vor allem hier Herzen. Vor allem das Zeug für Mifa hat halt erstmal Priorität. Also vor allem das hier. Obwohl ich ja leider dafür die Mission nochmal neu spielen müsste. Oder ich muss halt warten, bis andere Missionen noch hier in Ranel auftauchen. Bei dir gibt es die Materialien leider nicht, die ich hier bräuchte anscheinend. Aber na gut. Genau, hier kann ich noch einen Stall machen. Hilfe, Krabbeltiere! Ein Stallmeister, der keine Insekten mag, bittet dich, interessante Insekten für den Geburtstag seines Kindes zu finden, damit er es nicht tun muss. Wo also findet man interessante Insekten? Hm. Bei mir in der Tasche zum Beispiel. Alle Achtung! Das Kind war so glücklich über das Geschenk, dass es damit direkt zu seinem Vater lief. Das Kind war zwar höchst erfreut, doch traf das auch auf den Stallmeister zu? Ich weiß ja nicht. So, der Stall von Südarkala ist jetzt auch verfügbar. Und, warte mal kurz, hast du das Zeug, was ich brauche? Was ist denn das überhaupt genau? Das kann man irgendwie nicht so richtig sehen, weil das Sensor-Symbol da drüber ist. Kann ich das irgendwie... Warte mal, ich kann ja auch wieder deaktivieren mal kurz. Ich weiß gar nicht, was das ist, das Ding. Gibt es das hier? Nee. Ich meine, wenn es das irgendwo zu kaufen gäbe, dann würden, glaube ich, die Läden auch aufblinken. Aber es blinkt ja kein Laden auf, nur diese eine Mission halt, die Hauptmission. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch nirgendwo kaufen, meine ich. Okay, na gut. So, jetzt gleich Kämpfe will ich natürlich auch noch machen, keine Sorge. Mit Mifa noch so ein bisschen vor allem. Aber ich glaube, von diesen Nebenquests da, wo ich nur Materialien hergeben muss, habe ich, glaube ich, erstmal alle. Okay, dann machen wir erstmal einen Kampf. Mir wird dieser hier empfohlen. Linkstraining Lanzen. Nee, ich will jetzt aber zuerst mit Mifa noch was machen. Und zwar diese hier. Mifas Training. Genau, es gibt da immer ein Training für jeden Recken. Halt, aber natürlich zuerst vorher. Moment, weil sie ist ein bisschen schwach. Jo. Kurz mal sie trainieren. So, einfach auch auf Stufe... Ja, keine Ahnung. 15 reicht, glaube ich. Ja, 15 reicht. Okay. Das ist schon mal ein bisschen ein Nachteil, wenn ich Charaktere hier so trainiere. Weil, wenn Charaktere seltener in Kämpfen Level-Ups erhalten, ist es ein Nachteil für mich. Oh. Weil durch Level-Ups in Kämpfen werden sie ja auch automatisch geheilt. Und das ist halt hier dann nicht der Fall, weil jetzt habe ich halt Level 15 ganz am Anfang und Mifa wird sehr wahrscheinlich nicht in dieser Mission ein komplettes Level schaffen, deswegen wird sie nicht durch ein Level-Up geheilt werden. Aber ich meine, Mifa kann sich ja auch anders heilen mit ihrem Spezialangriff und sowas zum Beispiel, deswegen, das wird schon passen. Okay, ich kann sogar selbst hierfür, für Rezepte, den Sensor einstellen. Mhm, alles klar. Aber ich mache einfach wieder Schaden. Wie das wohl schmeckt? Ich hoffe doch gut. Es ist lecker. Lecker, yay. Okay, dann brechen wir gleich mal auf. Ja. Yep. Und können dann gleich nochmal mit Mifa nicht nur im Titanen, sondern auch zu Boden abgehen. Ja, stimmt. Und ich hätte auch noch gucken können, ob ich mit ihr mir eine neue Lanze schmieden kann.
oder halt eine stärkere kombinieren. Aber das passt schon. Schon okay. Jetzt, ich muss mal das austesten auch, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich kann diesen Fontänensprung ja auch während eines Angriffs machen. Ich dann einfach halt auch da, also ein bisschen hier angreifen. Und wenn ich halt irgendwo ein Ding erschaffen habe, wenn ich gerade woanders bin, kann ich halt dann einfach während dem Angriff... Okay, wenn es halbwegs in der Nähe ist zumindest, mich dann dahin teleportieren. Okay, alles klar. Ich muss erstmal wieder 300 Gegner besiegen. Aber ich muss wahrscheinlich am Ende auch die Goblins besiegen. Deswegen kämpfe ich auch mal gleich gegen den hier ein bisschen. Na shit, jetzt war ich zu weit weg, schlecht. Eis. Bam. Sehr gut. So, schon die Dreier-Kombo wieder. Ja, die geht echt ziemlich ab. Wo kam der denn jetzt her? Den habe ich gar nicht gesehen. Mann, voll gemein. Aber ich habe gleich einen Spezialangriff gegeben und kann dann dadurch geheilt werden. Deswegen ist es halb so wild. So, jetzt nochmal noch ein paar kleine Gegner treffen. Okay. Ich mache am besten gleich mal. Los geht's. Ich muss es tun. Yeah. Ah, sie wird aber nicht voll geheilt. Okay. Aber sie heilt sich schon ziemlich viel. Und die Animation hat wieder rumgesponnen. Irgendwie ist das Spiel zu dumm, um die Spezialattacke von Tifa richtig zu zeigen. Aber naja, egal. Los. So, anhalten. Bam. Kann ich jetzt mal einen Schwachpunkt von irgendeinem von den beiden abziehen? Bei beiden ist es recht kurz davor, aber ich krieg's einfach nicht ganz hin. Doch, ist alles gut, Mifa. Alles gut. So. Jetzt gleich. Jetzt kommt der andere halt wieder an. So, jetzt aber definitiv. Und jetzt geh halt weg. Schmetterangriff! Ah, nee, stimmt, das ist ja der Schmetterangriff. Stimmt. Ich dachte, das wäre der Spezialangriff. Was ist denn? Aber der Spezialangriff, der sah doch auch nicht so langweilig aus, oder? Der war doch auch cooler. Eigentlich. Keine Ahnung. Egal. So. Stirb. Okay, aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen sogar. Weil ich muss ja eigentlich viele kleine Gegner besiegen, anstatt die großen. Aber wie gesagt, ich hätte es am Ende eh noch machen müssen wahrscheinlich, dass ich die großen Moblins da... Alter, ich hasse Exalfus. Dass ich die großen Moblins da auch besiege. So, mal Dreier-Kombo spammen. Das Zweier-Kombo aber vielleicht auch. Okay. Ja, die ist schon echt ziemlich gut, die Dreier-Kombo, finde ich. Und wie gesagt, dadurch, dass sie halt geheilt werden kann, ist sie halt so der defensivste und sicherste Charakter. Was auch ziemlich wichtig ist, weil vor allem in schwierigen Missionen kann man schon mal leicht sterben. Und da wäre dann Mifa vielleicht keine schlechte Wahl. So, all die Gegner hier kaputt hauen. Ich sollte mir sogar ein paar von denen eigentlich aufheben. Genau, ich gehe erstmal zum Moblin einfach hin. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Bam! Genau, okay, der ist gar nicht so interessant sogar, finde ich. Das ist einfach nur so eine Wasserexplosion um sie herum. Ich hasse Exalfosse! Aber ich habe jetzt ein paar kleine Gegner bewusst übrig gelassen, die ich jetzt noch kaputt hauen kann, um meinen Spezialangriff wieder leicht auffüllen zu können. Ja. Weil einen Spezialangriff kann ich halt auffüllen, indem ich oft auf Gegner drauf haue. Und bei einem einzelnen Gegner ist es halt schwieriger, als wenn ich viele kleine Gegner vor mir habe. Und deswegen kann man einen Spezialangriff halt hier besser auffüllen, bei vielen kleinen Gegnern, als bei einem großen. Ich spinne wieder ein bisschen. Bei den ganzen Wasserattacken von Mifa. So, dann gleich wieder voll sogar. Und deswegen kann ich mich gleich wieder heilen, also wenn ich hier ein bisschen Schaden nehme durch die Exalfuss, ist es zwar nervig, aber nicht so wirklich schlimm eigentlich. So, gleich einen Spezialangriff oder einen Schmetterschlag auf dich. Ach komm jetzt. Und dann werde ich gleich einen Spezialangriff wieder auf einen weiteren Mob oder sowas vielleicht machen. Oder auch einfach in die Gegnermenge rein, mal gucken. So. Aber die Kamera kommt häufig nicht mit bei Mifas krassen Attacken. Wir könnten sogar vielleicht doch ein Level abkriegen, habe ich gerade gesehen. Das wundert mich sogar ein bisschen. Aber fände ich natürlich nicht schlecht. Ich beschütze alle. Weil jetzt darf mir nur halt die Zeit nicht ausgehen. Aber ist, glaube ich, noch machbar. Ja, weil hier kann ich jetzt ziemlich abgehen mit ihr. Immer schön die Dreier-Kombo spammen. Die ist echt ziemlich nice. Okay. Jetzt muss ich nur wieder am Ende ein bisschen suchen, leider. Weil es hier wieder nur ganz knapp über 300 Gegner gibt. Und ich muss ziemlich alle von denen killen. So, aber sollten wir... Ja doch, es sind schon noch einige. Dürfte schon drin sein, auf jeden Fall. Okay. Und dann gleich werden wahrscheinlich noch weitere Moblins auftauchen. Und für die werde ich dann noch meinen Spezialangriff hergeben. So, kommen jetzt einer noch. Okay, nee, das war's sogar schon. Okay, und es gab aber noch ein Level-Up zum Ende hin. Nice. Ich glaube immer, wenn der Charakter so leuchtet, so das gelbe Leuchten, was wir gerade gesehen haben, ich glaube, das heißt, dass sie noch ein Level-Up erhalten hat. Gut.
Genau, Stufe, gerade so hat sie Stufe 16 erreicht. Wirklich mit dem allerletzten Gegner noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es für das Schaffen von Missionen auch einfach Erfahrungspunkte gibt. Ich glaube eigentlich nicht sogar. Also vielleicht habe ich wirklich genau mit dem 300. Gegner gerade so mein Level up erhalten. Keine Ahnung. Habe ich aber nicht erwartet, dass ich hier eins bekommen würde, aber finde ich sehr schön. Okay, gut. Genau, und ich muss dann auch gleich ein bisschen noch mit ihr Waffen schmieden, weil sie halt noch eine ganz schwache hat. Also ich meine, die ist ja auch schon ganz cool. Aber zumindest auf Stufe 5 vielleicht bekommen, wenn ich das schon schaffen kann, damit ich dann auch schon mehr Sockel draufhauen kann. Mal gucken. Okay. Und wenn nichts Neues auftaucht, wollte ich gerade sagen. Aber das kann ich eh nicht machen, leider. Doch, kann ich. Längerer Kombo-Angriff. Ja, machen wir gleich. Dann gehe ich aber gleich zum Schmied, wollte ich noch sagen. Den Wasserfall hinauf. Ihr tägliches Training niemals vergessen, schickte sich Mifa an, wie üblich den Wasserfall hinaufzuschwimmen. Könntest du der Prinzessin etwas zur Unterstützung geben? Das konnte ja Link sogar auch mit dem Sora-Gewand. Längerer Kombo-Angriff, genau. In Breath of the Wild. Das sollte nützlich sein. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist schon ziemlich krass, so einen Wasserfall hinaufzuschwimmen. Ich kann das nicht. Die Unterstützung war erfolgreich, denn Mifa gelang ihr Training zum Hinaufschwimmen des Wasserfalls leichter als gewöhnlich. Mifa selbst wirkte höchst erfreut darüber. So, längere Standard-Kombo, okay. Aber ich denke eben, dass das hier die Vierer-Kombo ist. Die hätte ich eigentlich gerne, aber wie gesagt, ich müsste eben nochmal die Mission spielen. Das habe ich erstmal keine Lust dazu, glaube ich. Jetzt empfiehlt er mir das hier. Gerade eben war es noch diese Mission hier. Da kann sich auch nicht entscheiden. Das ist auf jeden Fall Training für Link mit seinen anderen Waffen. Aber das hier kann ich jetzt nochmal neu machen übrigens, genau. Ein einmaliger Sonderverkauf. Vielleicht wird ja hier etwas verkauft, was ich hier brauche. Das wäre cool. Ein Ladenbesitzer, der einen neuen Laden eröffnet hat, möchte die Eröffnung mit ganz besonderen, nur kurze Zeit erhältlichen Waren feiern. Hilf ihm, das Gesuchte zu finden. Mhm. Gerne. Du hast es geschafft! Yay! Du hast die Waren für den Sonderverkauf besorgt. Nun kann der Laden eröffnet und das Event wird sicher ein voller Erfolg. Auch der Ladenbesitzer ist schon ganz aufgeregt. Okay. Und du hast nicht... Doch, du hast das, was ich brauche. Ah, stimmt, Hi. Dieses Ding da. Wird sogar angezeigt. Genau, perfekt. Hier Sportlotus ist es, genau. 5 brauchte ich, glaube ich, von denen. Wie viele habe ich? 2. Ja, ich kaufe mal 5, damit ich noch ein paar übrig habe von denen vielleicht. Ja. Sehr gut. Gerne. Ich habe zu danken. Mhm, perfekt. Bin ich stärker geworden? Ah, jetzt habe ich es mir gar nicht durchgelesen. Sorry, habe ich jetzt vergessen. Egal. Das Kind, das nicht schwimmen konnte. Als es bemerkte, wie lustig und interessant Wasser sein kann, nahm das Kind erneut seine Schwimmübungen auf. Eine Weile übte es an der Seite von Mifa, die sich über diesen Motivationsschub freute. Da stand halt dran, dass das Kind Angst hatte zu schwimmen und Mifa hat ihr jetzt geholfen, mit den Materialien irgendwie vielleicht Schwimmflügel zu bauen oder so. Ich weiß nicht genau. Sorry, ich will das trotzdem noch vorlesen. Eigentlich habe ich jetzt vergessen. Ist leider so. Aber in Zukunft werde ich immer hoffentlich dran denken. So, auf jeden Fall jetzt Vierer-Kombo auch. Genau. Gut. Das kann ich mir jetzt leider nicht mehr anzeigen lassen, ne? Was der Text da davor war, glaube ich. Immer nur das am Ende den Text. Aber egal, das passt schon. Ja, wie gesagt, der kann sich auch nicht entscheiden. Der Babywächter. Um Haaresbreite leicht hätten wir hier noch. Ja, die ganzen Link-Missionen, die mache ich mal erst beim nächsten Mal, glaube ich. Ich will jetzt nochmal mit Mifa einmal abgehen. Und noch ihre Vierer-Kombo austesten. Dann mache ich das mal. Und zwar eben... Ah genau, und fast vergessen, Schmied. Auch ganz kurz. Das mache ich kurz mit euch gemeinsam. So, ja, es reicht aber noch nicht für Level 5, das kann ich jetzt schon sagen. Aber trotzdem, einen Sockel kann ich mir schon holen. Effekt von Heil-Items. Das hier. Oder Angriffsreichweite. Ja, da bin ich am ehesten für Angriffsreichweite. Das finde ich da am besten von denen. Ja. Und die anderen finde ich jetzt nicht so sinnvoll, die anderen Sockel. Weil hier muss man halt schlecht spielen, damit er gut ist. Und vor allem Mifa ist ja eh häufig vollgeheilt, weil sie sich ja immer selber heilen kann. Und deswegen bringen ja auch Heil-Items nicht so viel. Deswegen die anderen haue ich einfach weg. Und komme immerhin auf Stufe 3. Okay, und ich kann sie ein bisschen stärker machen. Die Lichtschuppenlanze passt also. Aber ein, zwei weitere brauche ich noch, um Stufe 5 zu erreichen, um einen weiteren Socket zu bekommen. Gut. So, alles klar. Dann gleich diese Mission hier mit Mifa, obwohl das schon Stufe 15 empfohlen wird. Also die könnte schon etwas schwieriger werden. Keine Heil-Items. Du darfst keinen Treffer einstecken. Oh Gott, es gibt diesen auch wieder zurück, solche Missionen. Das ist sogar... Ja, ich will es trotzdem mit Mifa machen, aber hier ist sogar Mifa schlecht. Weil die Stärke von Mifa ist ja, dass sie ein bisschen Schaden durchaus einstecken kann und sich dann einfach heilt. Geht aber hier nicht, weil ich bei einem Treffer sofort tot bin. Okay, ja, das wird lustig. Rezepte. Ja, auch wieder Schaden einfach, denke ich. Wie das wohl schmeckt?
Okay. Es ist lecker. Ich glaube, in Hyrule Warriors hießen solche Missionen verheerende Treffermissionen oder irgendwie so. Das gab es da auf jeden Fall auch schon. Es gab da verschiedene Arten. Es gab Missionen, wo man selber halt durch einen Treffer gestorben ist, aber alle Gegner auch. Das scheint aber hier nicht der Fall zu sein. Die Gegner halten normal viel aus, aber Mifa oder ich selber sterbe halt nach einem Treffer. Ja, mal gucken. Aber ihre Vierer-Kombo ist bestimmt so stark, dass ich jetzt da mega abgehen kann, hoffe ich mal. So, ich muss auch nur 40 B-Gegner besiegen. Das macht es ein bisschen einfacher. Okay, Moment, Karte übrigens. Erstmal jetzt hier in Ruhe austesten. Standard-Kombo, die längere, ist so. Okay, nochmal so eine vertikale Wirbelattacke nach vorne macht sie. Aber danach dann keinen Hit mehr leider. Okay, und Vierer-Kombo. Ist so ein Wassertornado. Okay, kann der auch Schaden machen? Das sieht schon so aus, als könnte der auch Schaden machen. Oh Gott, das ist jetzt voll fies. Eigentlich habe ich vor Bocklins nicht wirklich Angst, aber jetzt schon. Ja, das ist die Dreier-Kombo, aber die ist ja auch sehr gut. Ja, ist gar nicht so einfach, die Vierer-Kombo hinzukriegen. Nach diesem einen Hit da. Ja, aufpassen. So, jetzt. Nein, bin ich denn jetzt dumm? So. Zack. Ah, der versammelt die Gegner so ein bisschen. Und dann kann ich danach noch weiter draufhauen. Ja, ist gar nicht so schlecht, so eine Attacke. Immer die Gegner zusammenholen kann. Blocken. Mir geht es gut. Wunderschön. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem erst irgendwie die hier. Da treibt ja die Gegner auch schon so ein bisschen zusammen. Und dann mit dem Wirbelsturm, oder mit dem Wassertornado, noch hinterherhauen, um die Gegner noch mehr zusammenzutreiben. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Taktik. Oh Gott. Das ist nichts. Okay. Erstmal das hier. Dann. Wassertornado! Und dann noch mehr abgeben. Ja, das ist schon ganz cool. Spezialangriff muss ich mir aufheben. Für den Kommandanten. Ich darf jetzt halt von den Kleinen nicht getroffen werden. Aber es sind nur Bockblins. Exhalfosse werden viel schlimmer. Weil die haben ja wenigstens keinen Fernangriff. Ja, doch, haben sie ja schon, theoretisch. Wenn sie ihre Keulen schmeißen. Aber das machen sie ja nur, wenn sie so in einer Gruppe stehen und wenn der eine auch in sein Horn bläst. Sehr gut. Zack. Zum Schmachten abziehen ist wahrscheinlich auch das nicht so schlecht, der Tornado. Spezialangriff. Sehr gut. Und Schmetterangriff. Bam! Und zwar schon. Nice. Okay, die war auch dafür ein bisschen einfacher. Von den Gegnern und von der Anzahl an Gegnern, die man besiegen musste. Aber trotzdem ist schon ein bisschen fies. Und das war ja leicht. Es werden bestimmt noch einige Missionen dieser Art kommen, wo ich auch mit einem bei einem gegnerischen Treffer sofort sterbe. Und da ist schon sehr große Vorsicht geboten bei den Missionen. Das ist klar. Okay. Kriegt sie ein paar neue Lanzen? Jetzt hat sie sogar doch wieder ein Level-Up erhalten. Okay, es ist doch so, dass man einfach am Ende einer Mission Erfahrungspunkte bekommt. Einfach nochmal geschenkt. Das war, glaube ich, in Hyrule Warriors nicht so. Weder im Story-Modus noch im Abenteuer-Modus. Aber hier schon. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und sie kriegt einige neue. Das reicht sogar vielleicht dann für Level 5 bei ihrer Waffe. Das wäre ganz cool. Das würde ich mal gleich noch ganz, ganz kurz austesten. So, wird mir auch empfohlen. Ja, richtig. So, Mifa. So, warte mal, was habe ich jetzt hier noch für Sockel bekommen? Ausweichfähigkeit. Okay, man kann besser ausweichen. Und Spezialangriffsleistenregeneration. Ja, Spezialangriffe sind schon nicht so schlecht. Ich finde trotzdem andere Dinge besser, aber vor allem Mifa-Spezialangriff ist halt sehr, sehr gut und wichtig, weil sie halt dadurch geheilt werden kann. Deswegen bei ihr wäre das sogar nochmal eher eine Überlegung wert. Genau, ich habe auch eh schon, also ich glaube, um eine Combo zu erzielen bei den Sockeln, ist nur die äußere Form wichtig. Also das hier sind ja alles Quadrate. Und ich glaube, dass es allein dadurch dann schon eine Kombi gibt. Weil so Farm, im Prinzip Farming-Sockel, irgendwie Materialien bekommen oder Erfahrungspunkte, sind nämlich alle rund, glaube ich zumindest. Und die eckigen, die quadratischen, sind halt immer irgendwas, was mit Angriffen oder Spezialangriffen oder sowas zu tun hat. Ich teste es mal. Also ich nehme dich und ich will dann dich drauf haben, deswegen nehme ich die als erstes. Und dann halt auch einfach die anderen obendrauf. Das ist auch nicht so sinnvoll, finde ich. So, genau. Ich krieg das oben drauf. Und weil das beides quadratische Formen sind, also das Symbol innen drin ist egal. Es geht nur um die Form. Weil die eben dieselbe Form haben, kriege ich eine Kombi quasi. Und kann sogar noch ein bisschen mehr das Ganze erhöhen. Sowohl Angriffsreichweite als auch die Spezialangriffsleistenregeneration. Das finde ich ganz gut. Und das machen wir so. Ich
verwehrt mal die anderen einfach auch noch schnell. Das passt schon. Okay, ja. Jo, ist okay. Das war schon eine sehr starke Lanze, wie ich finde. Vor allem mit den beiden ganz coolen Effekten auch. Alles klar. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Beim nächsten Mal wird es dann... Weiß ich nicht sicher, ob ich schon die nächste Hauptmission direkt machen will. Ist es dann Kapitel 3 eigentlich? Wo sehe ich das nochmal? Hier. Ist sogar immer noch Kapitel 2, okay, krass. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Kapitel es geben wird, keine Ahnung. Wir könnten halt stattdessen auch noch einfach die drei Link-Missionen machen. Linkstraining Zweihänder, Linkstraining Einhänder und Linkstraining Lanzen. Und dann werden bestimmt auch wieder neue Missionen auftauchen. Das wäre mir sogar fast lieber, weil wir haben ja jetzt auch neue Combo-Angriffe mit ihm bekommen und die würde ich ganz gerne austesten wollen und mich erst danach dann in die nächste Hauptschlacht stürzen. Also ja, beim nächsten Mal nochmal Nebenquests und beim übernächsten Mal, da wird es dann losgehen mit dieser Mission hier beim Hyrule-Stall. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.